mit Jesus Urlauber. Ah, es tut schon. Boah, sehe ich scheiße aus. Ein wenig übernächtigt, aber auf Kurs. Ja, die Achterbahnfahrt geht weiter. Wir haben es alle mitbekommen. Ja, passieren so einige Sachen, die sich nicht so einfach erklären lassen. Aber offensichtlich gerade bei jedem irgendwie gerade eine Rolle spielen. Und mir ist da was aufgefallen. Ich habe da in der letzten Zeit auch schon entsprechend von gesprochen. Nur sehe ich gerade, dass dadurch, dass uns das gerade die Möglichkeiten, die uns bewusst werden, vor allen Dingen die Möglichkeiten darüber, dass wir mehr sind. Dass wir mehr sind als einfach nur eine Person. Ja. Dass das bringt eine gewisse Umgewöhnung hervor. Logischerweise. Ja, dadurch, dass wir mitbekommen, was das bedeutet, dass wir mehr sind als einfach nur eine Person. Der Jupsep oder die Chantalle, ja. Sondern uns quasi unbewusst tatsächlich unbewusst jeden Tag neu definieren. Mit jeder Vorliebe, die wir dazu bekommen oder ablegen oder ändern, definieren wir unser Ego um. So, jetzt kommen wir hier gerade an einen Punkt, wo das uns allen, wo unsere Egos uns wirklich vor die Nase gehalten werden, wo wir uns so extrem spiegeln, wo wir auf Leute treffen, die Dinge in uns hervorbringen, die wir schon lange nicht mehr erlebt haben, weil wir sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr nötig haben, die aber gerade wichtig sind, um das hier gerade überhaupt mitzubekommen, wahrzunehmen. Nämlich, dass es einen Wechsel der Egos gibt. Wir ändern uns. Unsere Egos ändern sich. Wir legen etwas Altes ab und werden zu etwas Neuem. Die Raupe wird zum Schmetterling. Es ist ja immer noch ein Bewusstsein da beim Schmetterling. Und ein Ich-Bewusstsein definitiv bei dieser Form von Schmetterling. Ja. Der Homo sapiens war nur die Raupe. Der Homo superior ist der freie Mensch, der weiterentwickelte, der Schmetterling. Ja. Und das führt natürlich zu einer gewissen Schizophrenie in uns, weil wir, und das merke ich auch schon seit Jahren, irgendwie ja nicht allein in uns sind. Da sind ja zwei. Minimum. Können auch viel mehr sein. Aber Hauptsache, du wirst abgestempelt als Dochsen Meier. Ja. Ey, wer weiß, was Thorsten Meier. Entschuldigung, wenn jetzt jemand von euch Thorsten Meier halt. Kam mir gerade so. Ja, wird seine Gründe haben. Wer weiß, was in Thorsten Meyers Kopf vorgeht? Wer weiß, was in diesem Kopf vorgeht? Also selbst die Leute, die seit 6 Jahren oder 7 mittlerweile jedes einzelne meiner Videos mitgeguckt haben, kriegen ja nur Ausschnitte davon mit. Natürlich in Echtzeit, also während ich die Videos mache, kann mir kaum was anderes durch den Kopf gehen, als das, was ich gerade ausspreche, weil ich einfach nur laut denke. Und von Video zu Video kann man natürlich auch wieder irgendwelche Änderungen sehen. Wenn ich mir Videos angucke von vor, ach, was weiß ich, ey, 2008 habe ich der Merkel noch meinen blanken Arsch in die Kamera gehalten. Das würde ich heute nicht mehr machen, ja. Das war das alte Ego.
das sich auch durch so auch schon verabschiedet hat, ja. So, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, da ist mir was aufgefallen. Ich will euch zwei Sachen zeigen. Jetzt sehe ich echt aus wie Jesus, ne? Hier, Spaß beiseite. Ne, ich hatte das diese Woche schon mal irgendwann ange... Hatte ich das im, da ist mir das, war mir das schon aufgefallen, dass das hier, dass wir hier mit zwei Egos zu tun haben. Ja, ich durfte gerade wieder auch an einen Menschen nah genug ran und intensiv genug Zeit mit ihm zu verbringen. Oder mit ihr, ne? Um die Möglichkeit aufzubauen, alte Programmierungen aufkommen zu lassen, hochkommen zu lassen. Damit man sich das nochmal ganz bewusst angucken kann. Und ich sehe so wahnsinnig viel, vor allen Dingen in meiner Wahrnehmung, was auf einmal so viel Sinn ergibt, wo früher nie einer war, wo ich ständig auf der Suche nach dem Sinn von gewissen Dingen war. Und auf einmal fällt mir, okay, so, und das dauert ein bisschen. Deswegen macht euch keinen Kopf, das geht wieder vorbei, das gehört gerade mit dazu. Das ist auch wieder eine Zellteilung, ja, da ist eine Zelle, Georg Beres, das alte Ego, das, was hier mittlerweile nicht mehr drin ist, dem mal dieser Körper gehört hat. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen durch. Entschuldigung. Es ist morgens um 6.18 Uhr. Und die Nacht war... Eigentlich war die ganze letzte Woche. Ne? So. Kennt er. Altes Ego, neues Ego. Altes Ego ist Georg Beres. Neues Ego, Jesus Bruder Bauchi. Genauso. Moi. Ja. Aber nicht mehr genauso, sondern... Das eine war das eine, das ist eine abgeschlossene Geschichte. Die Geschichte von Georg Beres ist geschrieben. Da folgt nichts mehr. Diese Person existiert nicht mehr. Weil er sich nun mal eben umgebracht hat. Als Person. In der Sekunde, wo er das gemacht hat, habe ich den Körper übernommen. Ne? Kann man noch sehen. Gibt es Videos von. Ich lese das mal gerade vor hier, weil altes Ego, neues Ego, Frage, wie erfindet man ein neues Ego? So, zum Beispiel, mein Name ist Jesus Bruder Bauchi, Botschafter des intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommandos auf der Erde. Das steht ja schon auf meiner Webseite, die ich von Georg Beres. Ich habe das Erbe des Herrn Georg Beres angetreten und dadurch auch seinen Körper in Besitz genommen, in der Sekunde, in der seine Seele ihn verließ. Ne? Ich bin reines Bewusstsein. Genauso wie der Georg Beres auch. Nur wusste der das nicht. Das war dem nicht bewusst. Dass er Bewusstsein war. Als Kind konnte er das noch völlig cool gebrauchen. Da konnte er noch alles sein, was er sein wollte. Bis ihm irgendwann gesagt, nee, du bist Georg Beres. Und das ist nur ein Spiel. Ein bescheuertes Spiel. Ein sinnvolles Spiel, um gewisse Sachen zu erleben, aber nicht mehr zeitgemäß. Dieses Spiel brauchen wir nicht mehr mitzuspielen. Jeder, der dir mal irgendwann gesagt hat, du bist... Der du bist, Punkt, Name, Adresse, Wohnhaft, ja, Beruf. Was hast du für ein Auto, was hast du für eine Frau, was hast du, was weiß ich was. Ja, diese Dinge waren wichtig. Aber wir sind reines Bewusstsein und wir können machen eigentlich, was wir wollen.
Ich bin reines Bewusstsein, das sich an diesen Körper und seinen Schatz an Erfahrungen und noch vorhandenen alten Programmierungen noch kurz gewöhnen muss. Das ist exakt der Punkt, wo wir gerade sind. Alle, die wir diese Achterbahn erleben. Achtet drauf. Guckt euch einfach an. Aber da sind zwei in euch. Da ist etwas Altes in euch, was euch so verhalten lässt, wie ihr das eigentlich gar nicht mehr wollt und auch eigentlich gar nicht mehr nötig habt und auf einmal durch irgendjemanden in eurer Wahrnehmung getriggert, ihr werdet gerade selber wissen, wer es ist, BÄM! Hölle. Ja, auf einmal wieder, leck mich am Arsch, so habe ich mich vor 10 Jahren das letzte Mal verhalten. Sowas, ja? So, ich bin quasi auf der Erde in einen Menschenkörper wandelnd in einem. Außerirdischer, denn mein Ursprung ist nicht von dieser Welt. Ihr denkt bitte dran, dass ich gerade nur ein Beispiel dafür gebe, wie man sein Ego neu definieren kann. Das habe ich hier auf einer DIN A4-Seite einfach mal getan. Das ist ausbaufähig, aber hier steht schon mal der Grundschatz. Ich definiere meine Person, aber diesmal aus freien Stücken und weil ich sag, wer ich bin und nicht, weil mir irgendjemand sagt, du bist, was ich dir gerade sag, wer du bist. Ja. Was wissen die von mir? Ich weiß, dass ich nichts weiß von dem, was ihr für euch in Stein gemeißelt habt. Ich stehe in treuem Dienst des Universums und der Sinn meiner Anwesenheit besteht darin, Ruhe, Liebe und Frieden zu verbreiten, auch wenn ich das in der letzten Woche zum Teil gar nicht getan habe. Scheinbar zumindest. Dadurch, dass ich es getan habe und mir jetzt dieser Dinge bewusst werde, kann ich es jetzt noch besser. Das heißt, ich habe wieder ein paar Programmierungen aus dieser Körper-Geist-Einheit raus, die noch von dem Georg Beres sind, die ich aber jetzt als Jesus-Urlauber ganz anders nutzen kann. Besteht darin Liebe, ich sag's nur mal, Ruhe und Frieden zu verbreiten, die Zeit anzuhalten, ich weiß nicht, wie es geht, und harmonisierende Denkanstöße beizusteuern. Das ist immer noch Sinn meines, also ne, ich habe so ein Harmoniebedürfnis, das steckt hier auch noch drin und das lasse ich auch da drin, weil das eine gute Inspiration ist, ein Harmoniebedürfnis zu haben, um wann immer und so gut ich kann und man trage mir bitte Fehler nach und dass ich auch noch ein lernendes Wesen bin, bloß weil ich ein Außerirdischer bin, heißt das nicht, dass ich irgendwie, ne, dadurch kann ich nicht mehr als ihr. Ich weiß nur ein paar Sachen mehr als ihr, aber die findet ihr auch noch raus. Dafür, also ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur ein paar gewisse Sachen, die nicht viele Leute wissen. Mehr will ich gar nicht sagen. Ne, wer weiß, was ihr alles wisst. Ne? Wie sage ich, eigentlich weiß ich gar nichts von dem, was ihr für euch in Stein gemeißelt habt. Kapieren wir auch noch. So, dies steht hier, ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Meine Geschichte. Die jetzt folgt, nachdem die Geschichte von Georg Beres zu Ende geschrieben war. Die Freiheit habe ich offensichtlich. Sonst könnte ich das gerade nicht machen. Ich habe das Recht, das zu tun. Wer sollte es mir nehmen? Ich zeige euch noch was. Ich habe nämlich wirklich das Recht dazu. So, und das Wichtige hier, ne, steht noch als nächstes. Und das Ganze, das Konstrukt des neuen Egos, dann einfach unbeirrt wahrnehmen und wahrgeben. Und zwar so gut und so oft und überall, wo man kann. Das wird immer mehr. Man wird das an immer mehr Stellen können. Ja, es ist wie wenn man, es ist verdammte Hacke, wie wenn man sich einen Spitznamen aussucht und an eine neue Schule geht und vollständig neue Klassenkameraden hat und kein Schwein weiß mich einzuschätzen, das gibt mir die Möglichkeit,
mir zu überlegen, wie ich dastehen will. Bin ich der Loser oder gebe ich mich lieber cool? Georg Beres war früher immer der Loser. Manchmal bin ich auch ein Loser. Also das war... Da haben wir es wieder. Genau da. Nein, da war jetzt noch eine Programmierung, die eigentlich von Georg Beres ist. Ich kann sie gerade in diesem Moment umprogrammieren, indem ich mir das bewusst mache und es neu definiere. Nee, ich bin kein Loser. Natürlich bin ich kein Loser. Auch wenn ich zwischendurch mal so aussehen mag, weil ich eben alte Programmierungen noch durchmache. Aber ich bin ein Winner. Ich sorge doch immer für Win-Win-Situationen, so gut ich das kann. Und am Ende kommen auch immer Win-Win-Situationen dabei raus. Auch wenn das noch nicht allen bewusst ist, Beteiligten. So, was ich euch als Schmankerl hier noch zum Besten geben möchte, ist das Testament, was Georg Beres geschrieben hat und mich als Erben eingesetzt hat. Testament steht hier. Testament. Ja. Datiert vom 8. Mai 2013. Hiermit vermache ich Georg Beres, Sohn von Peter und Marianne Beres, geboren am 7.4.1974, alles, was ich besitze, Herrn Jesus Bruder Bauchi. Die Pearl. Die 6 Quadratmeter mit dem, was da drin ist. Und dem, was da drin ist. Als mein langjährig engster Vertrauter weiß er es am besten zu nutzen. Das gilt auch für meinen Körper, der beim Selbstmord meiner Person am 9.5., es war quasi am Tag drauf, 2013, unversehrt bleiben wird. Das Testament ist nur gültig, wenn der Erbe das Erbe in vollem Umfang anerkennt. Sämtliche in diesem Leben als Sklave des Systems gesammelte Schuld nehme ich ins Grab. Unterschrift. Letzte jemals so getätigte. Dann haben wir die Pearl umgemeldet jetzt, ne? Deswegen ich immer halt immer noch, ich sitze hier und habe keinen Internetzugang, gar nicht. Immer noch, da hat sich gerade noch nichts dran geändert. So, aber es ist in Mache. Was ich aber auch noch nicht habe, ist dadurch halt, was ich gerade irgendwie mit keinem kommunizieren kann, Aufträge. Und wer das hier sieht, kann ja vielleicht mal in den Berliner Raum, wenn er da irgendwie Freunde hat, mal nachfragen, ob irgendjemand Lust hat, mich zu unterstützen mit 50 Euro pro Stunde und dafür eben Tätowierungen, Piercings oder Massagen bekommt. Ich muss das hier mal gerade so. Ne? Was wollte ich noch sagen? Ich habe mich gerade voll selber aus dem Konzept gebracht. Ich habe in Berlin, kein Internet. Leute. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wird dann wahrscheinlich im nächsten Video kommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Samkeit. Ja, euer Jesus Bruder Bauchi. Ich muss mich da selber... Ich finde dieses Buddha-eske, was ich auch so unterhalb des Körpers... Das hier mit den Haaren ist jetzt schon fast echt auch Jesus-mäßig aus, ne? Aber ich finde dieses Buddha-eske... Ne, ich kann doch die ganze Zeit so rumlaufen. Nee, aber ich finde irgendwie dieses hier... Finde ich viel schöner. Ich mag das. Die Story, die ich erzählen wollte, war, wir haben die Pearl umgemeldet und da mussten wir ja dann hier Nummernschilder dann holen und bla bla und dann wieder zurück. Und währenddessen war die Maria einfach im Café sitzen geblieben und ich habe gesagt, komm, ich mach das. Weil ich ja eigentlich gar nichts mehr machen musste. Eigentlich. Bis auf den Empfang quittieren. Da habe ich mit Jesus Bruder Bauchi unterschrieben. Ja. Äh,
unleserlich eh, ne? Georg Beres hätten die da auch nicht rauslesen können, deswegen war das eigentlich völlig scheißegal, was ich da hinschreibe. Die hat sich das auch gar nicht angeguckt, die hat da noch nicht mal drauf geguckt. Ja, Empfang ist ja alles in Ordnung. Wir haben die Nummern, wir haben die Papiere ja gekriegt. Ne? Ja. So. Und nun sind wir bei 20 Minuten Scheiße und drauf. Hier, macht's gut, wir sehen uns. Tschö. Jesus!